Denn für mich ist die Gründung der Obers gegen Rechts ein Paradebeispiel für die Selbstermächtigung von Frauen. Noch dazu von älteren Frauen, die in unseren weißen Gesellschaften ja seit Jahrhunderten hinter grauen Nebeln verschwanden. Diese Frauen erheben nun in Massen ihre Stimmen und treten wieder in die Sichtbarkeit. Oh Schreck, die Reaktionen von Männern in den rechten Parteien und Gruppierungen, aber auch in den konservativen Parteien, lassen darauf schließen, dass denen das nicht so ganz passt. Denn in unserer patriarchalen Welt ist das ein No-Go. Ganz anders ist das in den Gesellschaften, ganz anders ist die gesellschaftliche Position bei indigenen Völkern weltweit. Dort gibt es in den Entscheidungsgremien sowohl Großmütter wie auch Großväterräte und deren Wort hat ein großes Gewicht. Deshalb finde ich es so großartig, dass es die Omas gegen Rechts gibt. Holen wir uns unsere Stimmen wieder zurück und sorgen wir dafür, dass sie auch ernst genommen werden. Und deshalb setzen wir uns auch für feministische Themen ein. Denn erstens, wenn wir unsere Gesellschaft verändern wollen, müssen, braucht es alle Teile, die hier leben. Jung, alt, alle Geschlechter und alle Religionen. Zweitens, wir Großmütter, aber auch Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen und viele mehr sind dringend dazu aufgerufen, die Geschichten von Frauen aus aller Welt in das öffentliche Bewusstsein zu bringen. In unsere Geschichten, die wir erzählen, in Bücher und vor allem Schulbücher, in Filmen und so weiter. Nur so können wir junge Menschen inspirieren und bei uns allen blinde Flecken schließen. Drittens, die Rechten, die AfD, Identitäre, Reichsbürger, Dritter Weg, Freie Sachsen und wie sie sich alle nennen, aber auch unsere konservativen Parteien und fanatische Religionsführer und ihre Anhänger aus allen Religionen wollen ein Frauenbild zurückhaben, das älter ist als das aus den 50er Jahren. Das müssen wir alle verhindern. Dazu wäre es aber so wichtig, dass auch innerhalb der verschiedenen feministischen Bewegungen die Streitereien über diesen und jenen Weg aufhören. Dass wir aufhören mit Rede- und Denkverboten. Dass wir Älteren lernen, auszuhalten, dass die Jungen sich vielleicht drastischer, lauter ausäußern. Und die Jüngeren akzeptieren, dass die Älteren manchmal besonnener sind, vielleicht auch etwas unsicherer und leiser. Hören wir uns endlich wirklich zu und akzeptieren wir, dass es auch okay sein kann, Unterschiede stehen zu lassen, aber für das große ganze Ziel weiter zusammenzugehen. Und wie jedes Jahr wünsche ich mir, dass wir es vielleicht im nächsten Jahr schaffen, nur eine riesengroße Veranstaltung in Berlin zu machen, mit allen Gruppen, statt 9 Veranstaltungen wie in diesem Jahr. Wenn Frauen aus aller Welt das bei der Weltfrauenkonferenz schaffen, verdammt nochmal, sollten wir das doch wohl auch hier in Berlin hinkriegen. Ich wünsche uns allen einen stärkenden und fröhlichen Frauentag heute.